Südwesttunnel. Ist das so richtig? Auf jeden Fall gibt es hier immer noch tote Krabben. Talosplatz ist eigentlich der falsche Weg. Gehen wir hier durch. Eigentlich muss ich gern immer den toten Tieren folgen. Talosplatz falsch. Vielleicht hier durch. Die Tempel. Ist das richtig? Nein, die Tempel ist, glaube ich, auch falsch. Ich folge einfach mal hier wieder. Okay, hier hat es keine toten Schlammkrabben mehr. Sie ist hier durch die Tempel gegangen, nehme ich jetzt einfach mal an. Krieg das schon irgendwie hin. Du kannst mir auch Dietriche geben, sicher. Ach ja, was ich noch schlimm finde, also schlecht finde, ist, dass die Pfeile was wiegen. Und klar, man kann jetzt sagen, ja, in echt wiegen die auch was. Aber ist das wirklich relevant? Was ist mit meinem Schild? Okay, geht doch. Es hat es wahrscheinlich nur nicht mehr ausgerüstet gehabt, weil ich mein Schwert abgelegt habe. Und man ohne Schwert wahrscheinlich kein Schild tragen kann. Auch wenn das ziemlich dämlich ist. Aber man kann von einem Spiel ja auch nicht alles erwarten. Also, wenn wir den Monstern folgen, dann war das absolut der falsche Weg. Und das würde dann heißen, dass sie doch zum Talosplatz gegangen ist. Auch wenn ich das total nicht verstehen kann. Ist das hier ein toter Schlammkrabbe? Ja, okay. Ist ein gutes Indiz. Sie ist hier durchgekommen. Okay, hier. Mal durchgehen. Nicht. Irgendwo muss die sein. Es ist so klar. Irgendwo ist sie. Nur weiß ich nicht wo. Aber deswegen sind wir ja hier. Um genau das rauszufinden. Okay, eine tote Ratte. Ein gutes Zeichen wieder. Habe ich irgendeine Krankheit oder so? Mir dauerhaft Lebensenergie entzogen. Oder irre ich mich da? Okay, tote Ratte hier unten. Ich sehe erstmal oben nach. Ich glaube, da ist der Weg kürzer. Ich weiß nicht, ob das sein kann, dass die dort hoch ist. Erstmal hier schauen, ob hier wieder tote Tiere sind. Ja, hier hatten wir einen toten Goblin. Und eine tote Ratte.
Schon wieder ein Goblin-Scharmützel. Okay, ich glaube, jetzt kommen wir so in Gebiete, in denen ich eben schon mal war. Und ich weiß jetzt nicht, ob die Gegner hier von mir getötet wurden oder von ihr. Und das ist ziemlich problematisch. Versunkene Wasserkanäle. Okay, ich glaube nicht, dass sie hier durch ist. Ich glaube, das ist auch nur von der Hauptquest aus überhaupt zugänglich hier. Und daher wird sie wohl dort in diesen Keller gegangen sein. Auch wenn ich das eben nicht nachvollziehen kann. Ah, scheiße. Yay, Akrobatik. Ah, shit. Ich bin mir jetzt sowas von nicht sicher. Sehr leicht, das kriege ich sogar manuell hin. Oder auch nicht. Doch, kriege ich hin. Scheiße. Okay, hast du sie irgendwie gesehen? Zur Seite! Fick, tack. Okay, wo ist diese Schlampe? Ich werde sie finden, das schwöre ich euch. Langsam morgen. Von Äonen. Ich glaube, ich gehe einfach zum Hafen runter erstmal. Eine Münze für einen alten Bettler. Bitte. Von ein. Schenk diesen Gerüchten. Viel. Jawohl, ich hab schon von ihr. Sie lebt im Hafenviertel. Sie geht jedoch spät ins Bett. Und möge Anu euch segnen. Okay, dann muss ich das also von ihr holen gehen. Das kriege ich hin. Ja, es ist ziemlich nervenaufreibend, das Ganze. Und für euch wahrscheinlich auch ziemlich langweilig. Aber ich bin gerade müde, erstens, zweitens sehr konzentriert. Und drittens, also drittens gibt es nicht. Scheiß drauf. Ich werde sie. Wie geht es euch heute? Fantastisch, danke der Nachfrage. Das kolumbianische Hochland. Die reden ja nicht miteinander. Ich habe mir Piraten immer viel größer vorgestellt. Okay, also, wieder Rüstung weg. Ich kann es mir nicht erlauben, von ihr gesehen zu werden. Denn sonst habe ich ein echtes Problem.
Geht doch. Scheiße, bin ich geil. Was haben die so alles für Zeug? Und wieder in der Nacht muss ich dann hier hin, oder? Käsestück. Ich will Käsestück. Also, wir haben den Grundstein für den Eintritt in die Liebesgilde gelegt. Leute, ich warte jetzt noch kurz. Also, warten ja wirklich in dem Sinn. Also, nein, eben nicht in dem Sinn. Okay, 15 Stunden sollten reichen. Dann sollte der Typ da sein. Und dann gebe ich ihm dieses Teil. Und er lässt mich in die Gilde. So lautet der Plan. Denn ich bin ein Dieb und ich bin genial. Warten wir doch noch eine Stunde. Nein, nicht 15! Abbrechen. Eine Stunde. Wo haben wir es? Warten. Seid ihr verwirrt? Hier. Meinen Glückwunsch! Ihr seid mit dem... Ihr seid nun Gildenmeister Graufuchs unterstellt. Er hat drei Richtlinien aufgestellt, die ihr befolgen müsst. Okay. Drei Regeln. Erstens, bestehlt niemals ein anderes Gildenmitglied. Habe ich schon gemacht. Zweitens, ach, nein, tötet ganz... niemanden bei eurer Arbeit. Dies ist nicht die dunkle Bruderschaft. Tiere und Monster dürfen notfalls getötet werden. Drittens, bestehlt nicht die Armen. Bauern und Bettler stehen unter dem persönlichen Schutz vom Graufuchs, vor allem hier am Hafen. Okay. Graufuchs. Er ist schon ewig dabei. Er fungiert schon mindestens seit 300 Jahren als Anführer. Ich bin nicht mal sicher, ob er ein Mensch ist. Ja, wenn er ein Mensch ist, ist er wahrscheinlich tot. Aber... Ihr könnt gegen euch verhängte Geldstrafen bei der Wache erbringen, die Zeit absitzen oder mir die Hälfte zahlen und mich machen lassen. Okay. Das ist eure Gefängnisstrafe. Informationsquelle. Die beste Informationsquelle sind Bettler. Ihre Augen und Ohren sind fast überall. Es wird euch aber ein paar Münzen kosten. Sie erzählen euch nichts ohne Bezahlung. Jedenfalls nichts Wahres. Also, dann vielen Dank. Schatten mögen euch verbergen. Und was sagt sie dazu? Ihr tragt die Schatten gut, Kamerad. Was wollt ihr wissen? Die Doyen sind die Hände und Augen der Gilden. Okay. Hieronymus er ist Lex. Hauptmann der kaiserlichen Wache. Er liegt in Fehde mit der Diebesgilde und dem Graufuchs. Ich hörte, der Graufuchs habe Lex vor Jahren gedemütigt, als dieser Armand Christoph wegen Diebstahls verhaften wollte. Lex hat dies nie vergessen. In Ordnung. Also, vielen Dank. Schatten mögen euch verbergen. Und Leute, das war's für heute mit Oblivion. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Wenn ich wieder irgendetwas total Langweiliges mache und ihr euch zu Tode langweilt. Also, habt Spaß bis dahin und dann vertreibt euch euren Spaß mit meinen Videos. Auf Wiedersehen.